Hallo Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Filme Obscura. Ja, ich weiß, es ist schon wieder eine ganze, ganze Weile her seit der letzten Folge, aber da sind wir jetzt wieder. Und ich bin mal wieder nicht alleine da, aber allerdings haben wir heute nicht den Ollo, sondern meinen guten, guten Freund, den wunderbar samtigen Gary. Hallo. Beziehungsweise Gerald. Ja, Grüß dich. Gerald oder Gary geht beides auf jeden Fall, ja. Herzlich willkommen. Ja, freut mich hier zu sein. Genau, und da wir auch schon privat immer super viel über Filme und Serien und sowas reden, habe ich mir gedacht, hey, fragst ihn mal, ob er dabei sein möchte. Und Ja, bietet sich an. heute soll es um wieder ein sehr kurioses und obskures Thema gehen, und zwar sprechen wir über die 1991 erschienene russische Verfilmung von Die Gefährten, weit vor der Peter Jackson-Verfilmung. Und jetzt im Anschluss reden wir gleich noch über Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Ne? Genau, also das sind heute so die Programmpunkte. Genau, wenn ihr jetzt schon mit den Hufen scharrt und unbedingt zu Herr der Ringe springen wollt, dann schaut doch einfach mal bei YouTube in die Timecodes. Und da könnt ihr dann wenn ihr das ganze Gelaber hier über Filme und Serien nicht hören wollt, könnt ihr das natürlich auch ganz gemütlich skippen. Nach dem Intro geht's dann mit der Filmbesprechung los, aber im Vorfeld, ja, stelle ich dir erstmal die Frage, die ich auch Ollo jedes Mal stelle: Was hast du denn zuletzt gesehen? Können Filme und auch Serien sein. Ein Film würde mir da jetzt einfallen und eine Serie auf jeden Fall. Den Film habe ich vor 2 Tagen geschaut und zwar Under the Skin mit Scarlett Johansson. Dieser eher Indie, also mutet er so ein bisschen an wie ein Indie-Film auf jeden Fall, obwohl sie natürlich irgendwie, sie ist ja irgendwie eine der bestbezahltesten Schauspielerinnen, glaube ich, so, ne? Und der Film an sich ist eher tatsächlich eher kleiner, so. Auch wenn es ein Science-Fiction-Film ist, hat er jetzt keine großen Effekte mäßig, sondern kommt auch eher ruhiger erstmal oder langsamer von der Erzählstruktur so her, so ein bisschen, ne? Also ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein Massenprodukt für die Massen wie Avengers oder also hier die ganzen Marvel-Filme, wo sie mitgespielt hat. Ja, kennst du den? Ich glaube, du hattest mir sogar auch mal davon erzählt. Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn so auch größere Namen dann mal in so kleineren Produktionen mitspielen, weil das dann auch nochmal einen ganz eigenen Effekt hat. Ja, auf jeden Fall. Also, Was ist so die Prämisse von dem Film? ja, die Prämisse, wenn ich den Plot jetzt zusammenfasse, dann hört sich das super platt an. Und zwar ist sie ist ein Alien im Körper der Scarlett Johansson oder einer Frau sozusagen einfach nur, die in, ich glaube, es ist London oder irgendeine englische Stadt rumfährt, männliche Personen aufgabelt, zu sich nach Hause einlädt und statt dann wie zu nee, Beschläft. eben nicht beschläft, statt sie wie zu erwarten. Also die Männer erwarten natürlich Sex, aber sie werden aufgegessen. Es gibt nicht viel Hintergrundinformation, warum sie das tut, was da passiert. Sie hat noch einen anderen Kollegen, ein männlicher Kumpan, der wahrscheinlich auch ein Außerirdischer ist, in Form eines Mannes und der immer Motorrad rumcruist. Der Film fängt hauptsächlich die ersten, weiß nicht, ich schätze mal 20 Minuten des Films sind wirklich, sie fährt in einem Van rum und spricht mit Männern oder auch Frauen oder mit Passanten im Prinzip, ne? Und das ist alles, ist sehr handkameramäßig aufgenommen. Auch die ganzen Darsteller sehen überhaupt nicht filmmäßig aus, ne? Also sie sehen wirklich aus wie die Passanten, die jetzt gerade von der Straße ja, hergerufen wurden irgendwie. Sie hat einfach Begegnungen mit Menschen. Dadurch, dass sie die ganze Zeit in ihrem Van rumfährt und irgendwie versucht, Männer abzuklappern, dann ist sie auch mal im Club, trifft da jemanden. Ja, also kann ich auf jeden Fall sagen, dass es ein echt ganz, ganz cooler Film ist. Ja, klingt interessant. Also mal ein bisschen was anderes so, ne? Auf jeden Fall. Und als Bonus sieht man Scarlett Johansson nackt. Jo, ich habe gestern ganz frisch geschaut. Ich habe nämlich mal geguckt, was hat denn der Regisseur von Watchmen, der Serie, eigentlich noch so gemacht, nachdem ich dann gehört habe, okay, der wird keine zweite Staffel mehr drehen.
Also es kommt eventuell noch eine zweite Staffel von Watchmen, aber er wird die nicht mehr machen. Da hat er als nächstes Projekt The Hunt gehabt. Hast du den geschaut? Sagt mir, glaube ich, auch jetzt erstmal nichts. Der hat auch so ein bisschen so eine Kontroverse ausgelöst. Da gab es einen ewig langen Wikipedia-Artikel drüber, über die ganzen Beweggründe und so weiter. Aber an sich fand ich den Film dann doch recht platt. Also mir hat er so semi-gut gefallen. Ich würde ihm so eine, ja, so eine 6 von 10 geben oder 5,5 oder so. Da geht es darum, dass du auf der einen Seite die Gejagten hast. Das sind dann so eine Gruppe von scheinbar zufällig ausgewählten Menschen, die einfach auf so einer Wiese freigelassen werden. Und dann gibt es dann halt die Jägergruppe. Das sind irgendwelche Reichen und Konzernchefe und so weiter. Und die machen dann halt Jagd auf die ganze Bagage. Und das ist im Grunde, soll es eine Splatter-Satire sein. Die Hauptdarstellerin ist die, wenn ihr Glow geschaut habt, ist das die blonde zweite Hauptdarstellerin. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ja, dafür weiß es aber der Tilo aus der Zukunft. Und zwar ist es die gute Betty Gilpin, die man zum Beispiel aus der Serie Glow oder aus True Story kennt. Da habe ich gemerkt, die könnte eine sehr, sehr coole Action-Darstellerin werden. Also so eine weibliche Arnold Schwarzenegger-Version oder so. Das ist dafür, dass es sehr, sehr funktioniert. Also immer wenn sie zu sehen war, hat der Film tatsächlich für mich auch geglänzt. Kann mir auch vorstellen, tatsächlich bei ihr. Ja. Ja, super tough. Auch echt eine Schönheit. Aber halt jetzt nicht so ein Püppchen, sondern mehr im Sinne von Kriegerin halt, ne? Ja, kann ich mir voll auf jeden Fall bei ihr vorstellen, so. Ja. Also sie spielt das super cool. Also dafür schon Hut ab. Also sie trägt diesen Film auf weiter Strecke sehr, sehr gut. Ja, Antagonistin ist Hilary Swank. War auch mal eine ganz interessante Wahl dafür. Ja, ist so gemischt. Also der hat echt starke Szenen, aber ist dann von seiner Grundaussage her, und der Film will ja auch unbedingt eine Botschaft haben. Also da werden noch ganz viele Interviews angeführt und so dazu, ist er dann doch recht platt und hat mich dann doch so ein bisschen so Schulterzucken zurückgelassen. Ist aber, hat so seine Momente und Dann die Prämisse von dem Film, also was wollte der denn für eine Botschaft tragen? ja, dafür müsste ich jetzt tatsächlich zu viel vom Ende verraten und so. Weil darauf baut der Film halt auf, darauf lenkt er auch hin. Genau, dann habe ich hier noch eine Serie, die wir beide auch geschaut haben. Und zwar Cutler. Auf Ja. Deutsch würde man es Kessel übersetzen. Ist eine isländische Serie gewesen. Und zwar geht es um ein kleines Örtchen in der Nähe eines Vulkans. Und der Vulkan ist vor einem Jahr ausgebrochen und hat diese Stadt ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Und was für mich auf jeden Fall sehr hervorsticht oder was für mich eben auch diese Serie so stark einzigartig macht, ist dieser ganze Look. Look and feel, also wie sie diese ganzen Straßen nachgebildet haben. Also du vergisst zwischendurch wirklich, okay, das ist hier nur Kulisse, sondern das haben sie so gut gemacht, das sieht halt wirklich aus, als ob sie jetzt in irgendein Naturkatastrophengebiet gefahren wären und hätten da gefilmt. Und auch dieser Vulkan im Hintergrund, das sieht alles so echt aus und also wahnsinnig gut. Eine krasse Szenerie, ja. Also ich glaube auch Island ist einfach, Island ist halt auch, glaube ich, ein wahnsinniges Land. Also was ich krass fand, war diese schwarze Erde halt überall, diese Vulkanerde, ne? Sowas kennst du ja Ja. von hier irgendwie gar nicht, ne? Also wirklich so ein tief schwarz irgendwie so. Also da hast du dann die Asche irgendwie, also so grau. Sowieso, ja, Graue genau. Asche auf dem Boden und dann gehen die da aber einmal mit dem Spaten oder mit der Schaufel lang und dann reißen die einfach diese tiefschwarze Erde so quasi wie so ein Riss in die Asche oder decken die Asche dann so auf und darunter ist einfach nur schwarz, so, das ist krass. Ja, wahnsinnig gut produziert. Also ich habe auch noch mal geschaut, ob es dazu irgendwelche Making-ofs zum Beispiel bei YouTube gibt, aber da gibt es nur so von den Darstellern irgendwelche Sachen. Also das hätte mich auch noch mal interessiert, wie sie dieses ganze Setting hingekriegt haben. Also und generell auch eine tolle Serie. Die Prämisse ist hier einmal, dass auf einmal Figuren auftauchen, die es entweder schon gibt oder die gestorben sind. Also die tauchen dann einfach aus diesen, ja, aus dem Nichts quasi auf und sind total von so einer schwarzen Rußschicht bedeckt.
Du erkennst sie erstmal gar nicht wieder und dann, ja, sie haben nicht ihr Gedächtnis verloren, sondern sie erinnern sich auch noch an ihr Leben davor und nehmen teilweise auch die Plätze ein, eben von Verstorbenen oder von Leuten, die halt auch schon da sind. Also das ist eine auch sehr weirde und auch, finde ich, recht frische, so ein frischer Twist. Also hat mir wirklich gut gefallen. Ja, fand ich auch. Das hat man als allererstes, hat man das ja auch gar nicht so mitgekriegt. Erste Person, da hat man ja gar nicht gewusst, dass die unbedingt schon existiert. Das war ja die Frau, die eigentlich aus Schweden kommt. Gut, da hat sich das, glaube ich, nach einer Folge oder so hat sich das dann Ja, aufgedeckt. deswegen habe ich es auch nochmal erzählt. Ja, aber bei der zweiten Person, das war ja die Schwester von der einen, die vermisst wurde. Kriegt man Und auch alles in den ersten beiden Folgen schon mit. genau, Also das das ist jetzt noch ist jetzt kein kein derber großes, nee, Spoiler, das nee. nicht. Die wurde ja vermisst, von daher dachten die, ah, okay, cool, sie ist jetzt endlich wieder da, so, ne? Und es ist aber die Frage, ob sie dann wirklich wieder da ist oder was da irgendwie los ist, so, ne? Nee, aber viel mehr will ich auch zur Story gar nicht erzählen, weil die. Ja, die trägt es einfach. Und ich fand einfach die Darsteller wirklich toll. Also fast alle fand ich super sympathisch. Bei allen konnte ich total mitempfinden. Ja, du fragtest mich am Anfang, ja, ist das jetzt irgendwie so eine super dramatische Serie? Wird da die ganze Zeit geweint und mit dem Schicksal gehadert? Ja, auch, ne? Es ist auch schon Aber nicht ohne, oder? ja, schon teilweise. Ja, nee, doch, auf jeden Fall. Also für die Menschen an sich ist es, die sind schon in sehr dramatischen Umständen. Also ich meine, allein dieses ganze Setting, dass die ganze Serie in einem Dorf spielt, das in nächster Nähe zu einem Vulkan ist, der seit irgendwie einem Jahr zwar noch nicht richtig krass ausgebrochen ist, aber die ganze Zeit so Asche spuckt und es halt aussieht eigentlich wie so eine apokalyptische Landschaft, das gibt, glaube ich. Das findet sich dann auch teilweise in den Lebensumständen der Leute dann so ein bisschen wieder. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so super, kommt es jetzt gar nicht so krass depressiv her, wie man da das irgendwie meinen könnte. Nee, Also. es geht gut voran, die Ja, Story, ja. und du hast auch genug Charaktere, die recht lösungsorientiert sind und auch unbedingt Auf jeden wissen wollen, Fall. was ist da jetzt passiert. Und die suhlen sich jetzt nicht zu sehr in ihrem Nee, Schmerz. Das nee. fand ich eigentlich auch ganz, ganz angenehm, dass es nicht, dass der Fokus nicht nur darauf liegt. Obwohl ich mir dann manchmal gerade zum Schluss dachte, dieser Bauernhof, wie der aussieht. Das ist halt einfach nur so eine runtergekommene Hütte. Dann, die haben ja da so ein paar Kühe auch und so. Und dann immer Ja, das ist, also das Setting an sich ist schon sehr die Schafe, die deprimierend. da rumlaufen, die sehen auch alle so aus, als ob sie demnächst umkippen würden, einfach nur. Und einfach alles so total, total runtergekommen irgendwie so, aber ja. Ja, aber es hat auch viel, also es hat auch gerade in den Dialogen und die Charaktere untereinander sehr viel Wärme und Auf jeden Fall. Verbundenheit. Also es ist jetzt nicht die ganze Zeit nur du so. So eine isländisch-schwedisch-schwere Serie. Sondern es ist ein guter Mix aus verschiedenen Sachen auch. Und ist auch ein bisschen humorvoll zwischendurch mal. Also schon gut. Die Auflösung auch echt gut zum Schluss, bis zum Ende. Manchmal ist es ja ein bisschen so, man hat ein Mysterium und dann ist natürlich die Frage immer, wie wird es aufgelöst? Wenn es so ein bisschen aufgelöst ist, ist dann der Zauber sozusagen verflogen. Aber das fand ich hier ganz echt gut irgendwie. Ja, ich fand es okay. Ich hätte mir vielleicht gerne noch was anderes gewünscht, aber das war schon okay. Ich konnte damit gut leben, ja. Ja, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich jetzt noch eine Netflix-Doku im Angebot. Und zwar ist 2018 erschienen. Shirkers heißt er. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hast du davon schon mal gehört? Aus Singapur tatsächlich. Nee. Also es geht um eine Filmcrew Anfang der 90er. Bestehend aus ja, jungen Leuten zwischen 16, 17, 18, 19, so die Ecke, ne? Und dazu muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit Singapur so einen Aufschwung hatte. Also da ist super viel passiert. Allerdings hatten die auch noch so eine ganz prüde Kultur. Also das wird dann immer wieder auch dieses Beispiel gebracht, zum Beispiel ist Kaugummi kauen verboten gewesen, weil das zu reaktionär war. Und ja, es geht dann auch so ein bisschen um diese Rebellion der Jugendlichen. Und die haben sich halt gedacht, hey, wir, bevor sie noch viele andere Sachen gemacht haben, also es geht auch viel um Musik und so aus der damaligen Zeit, wollen sie einen Film drehen. Und zwar einen surrealen Killerfilm mit Coming-of-Age-Elementen und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr schräge Nummer, die sie da gefilmt haben.
Und du begleitest halt die, ich glaube, Shai heißt sie. Ja, auch hier irre ich, und zwar ist ihr Name Sandy Tan. Auf jeden Fall sind das halt hauptsächlich Frauen. Also das sind auf jeden Fall drei Freundinnen, die das hauptsächlich machen. Die eine spielt die Hauptdarstellerin und hat auch das Drehbuch geschrieben. Die andere kümmert sich um die Kulissen und die Technik. Und die andere ist dann halt auch viel mit der Kameraarbeit und der Technik im Hintergrund zugange. Und die haben sich jetzt halt auch noch mal, also beziehungsweise die Hauptdarstellerin hat diese Dokumentation halt gedreht rund um diesen Film Shirkers, was so viel heißt wie, also wenn man es in unsere Sprache übersetzen würde. Schierkas, vielleicht irgendwie eine Süßigkeit. Nee. Ah ja, Drückeberger. So viel heißt wie Berger. Drückeberger, jemand, der sich verdünnisiert. Das bedeutet das. Und es entspinnt sich halt ein Drama um diese ganzen Filmarbeiten, weil einer der Hauptverantwortlichen und auch einer der, die das Projekt ganz stark vorangetrieben haben, ist der wesentlich ältere. Also ich glaube, der ist zu dem Zeitpunkt damals schon an die 30 oder Ende 20 gewesen. George heißt der. Und das sieht man auch schon im Trailer und so. Der klaut irgendwann die kompletten Filmrollen. Ich glaube, das ist so ein Riesenhaufen an Filmrollen. Also die haben wahnsinnig viel Energie in diese Produktion Oh gesteckt und shit. auch alles so aus eigener Tasche finanziert. Die haben, ich glaube ja, sogar mehrere Jahre daran gearbeitet und so. Und dieser George, der die ganze Zeit auch schon als so ein ganz dubioser Typ vorgestellt wird, da wird zum Beispiel gesagt, ja, der hat immer so eine total einnehmende und warme Art gehabt zu reden, und der war irgendwie alle, viele mochten den auch und so, aber wenn man es in seine Augen geblickt hat, dann hat man nur Kälte gesehen. So, also so wird er zwischendurch auch Okay. vorgestellt. Und gerade in der zweiten Hälfte des Filmes geht es auch ganz, ganz viel um dieses Mysterium dieses Mannes. Dann gehen sie auch nochmal so ein bisschen auf die Spuren, wo ist der aufgewachsen, was war eigentlich wahr an dem, was er erzählt hat und so. Also er hat auch viel, viel Mysterium um sich selber herum konstruiert. Und so weiter und so fort. Wie es dann später ausgeht und was dann noch passiert, will ich jetzt nicht erzählen, weil ich habe die wirklich so in einem Rutsch durchgeguckt. Fand ich wirklich gut, vor allem da die Leute, die selber daran beteiligt waren, die werden dann auch also du siehst halt zwischendurch immer mal wieder diese Filmaufnahmen von früher, auch eben aus diesem Film und aus dieser Zeit und Fotomaterial, und dann wird dir halt gezeigt, so sehen sie heute aus, und dann hat die Hauptverantwortliche damals, die auch die Hauptdarstellerin in Schirkers gespielt hat, die hat diesen Film auch produziert, genau. Also weil sie selber ja auch dann, sie hat Film studiert und hat selber dann auch Filme nochmal gemacht und so weiter. Ja, hat mir super gut gefallen. Also kann ich wärmstens empfehlen, hat einen tollen Soundtrack und hat eben auch viel noch von diesen alten Filmaufnahmen, die werden da auch noch gezeigt. Also sehr faszinierendes Ding. So ein bisschen fängt vielleicht diesen 90er-Jahre-Vibe so auf. Ja, das schwingt da auf jeden Fall auch mit. Und man bekommt viel über Singapur mit. Was ich auch interessant fand, weil ich darüber tatsächlich fast noch gar nichts wusste, auch über diese ganze Popkultur und wie sich das Land so entwickelt hat im Laufe der Jahre. Ich tatsächlich auch nicht. Also das mit den Kaugummis, das kenne ich. Das ist, glaube ich, aber auch so ein Ding, das, glaube ich, eher bekannter ist. So dieses, oh, in Singapur darfst du kein Kaugummi irgendwie aus kauen oder irgendwo hinkleben oder so, sonst kriegst du richtig Ärger. Stimmt, das war mal eine Zeit lang, ging das mal so durch aller Munde, ne? Ja, Hatte ich ja. komplett vergessen. Das stimmt, ja, das mit dem He da lass es nicht auf den Boden spucken, dann gibt es irgendwie Ärger oder sowas, ne? Aber du durftest es noch nicht mal kauen. Genau, also dass das da irgendwie so, dass die da sehr drakonisch sind, aber auch auf der anderen Seite, glaube ich, wirtschaftlich auf einem ganz guten Standbein. Ich weiß jetzt gar nicht warum, aber dass die wirtschaftlich eigentlich zwar wirtschaftlich von dem Westlichen so profitieren, vielleicht ähnlich wie Saudi-Arabien so, ne? Oder die Emirate, aber dann gesellschaftlich doch noch sehr konservativ sind so, ne? Genau, richtig. Und dann halt dieses jugendliche Aufbegehren und wie sie es damals alles so empfunden haben, fand ich auch wirklich spannend. Also absolute Empfehlung meinerseits zu diesem Machwerk. Findet ihr auch alles im Anhang nochmal wieder, ne? Da packen wir auch überall nochmal einen Trailer dazu und schreiben euch genau auf, was wir hier alles noch besprochen haben. Ich sag mal, da die Zeit jetzt auch schon so ein bisschen drängt. Wir wollen die Leute auch nicht zu lange warten Ich will lassen. auch unbedingt den Film jetzt sehen. Kannst gar nicht Stelle ich abwarten. euch die anderen Sachen, die ich geschaut habe, einfach beim nächsten Mal vor. Es sind jetzt noch drei Serien, die sicher auch noch sehr ausführlich besprochen werden können, aber nee. Dann kommen wir jetzt gleich mal zu unserem Hauptprogramm.
Wir beide schauen uns den Film jetzt gemeinsam an. Ihr hört das Intro und danach geht's für euch schon direkt weiter. Bis gleich, liebe Leute. Bis gleich. Jo, auf dass ihr euch gleich nicht wundert, wie der gute Gerald klingt. Und zwar hat er den Standort gewechselt und ist jetzt in seinem kleinen Mini-Blech-U-Boot auf dem Grunde des Meeres unterwegs. Und so dementsprechend klingt es dann auch. So, da sind wir wieder zurück. Hallo Leute. Hallo. Oh Mann, Gerald, was haben wir uns da gerade angeschaut, ey? Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe, den wirklichen, echten Herr der Ringe. Das war schon echt der Hammer. Also die sowjetische Version oder die sowjetische Interpretation von Herr der Ringe. Ja, also war echt krass. 2 Stunden hat das Ganze gedauert. Aber bevor wir jetzt in die Besprechung kommen, würde ich doch erstmal einmal hergehen und euch so ein bisschen das Ganze vorstellen, euch so ein bisschen die Randdaten nennen. So ähnlich wie wir es beim letzten Mal ja auch schon gemacht haben, ne? Also im Russischen heißt der, verzeiht mir Leute, wenn ich mal zwischendurch was nicht richtig ausspreche von den Namen oder so, ist halt nicht meine Muttersprache. Gianitelli, Gianitelli, Hört sich also auch so ein klingt bisschen fast schon ein bisschen italienischer, genau. italienisch. Oder Cranitelli, ich habe vorhin nochmal geschaut, in der russischen Version wird es tatsächlich auch mit einem K geschrieben. Und das heißt übersetzt Hüter, also im Verhältnis zum Buch oder auch zu dem Film von Peter Jackson haben wir hier nicht die Gefährten, sondern wir haben Hüter. Genau, und das ist 1991 erschienen als Fernsehzweiteiler und wurde am 13. April, wurde der erste Teil ausgesendet, 91, und am 14. April 91 kam dann der zweite im Rahmen des Kinderprogramms vom Leningrader Fernsehen. Und danach ist der Film tatsächlich dann auch bis zum Sommer 2000, 20. galt er als verschollen. Also die haben ganz lange danach gesucht in dem jetzigen Sender. Also das war dann nicht mehr das Leningrader Fernsehen. Wir haben ja auch gerade erfahren, 1991 ist ja auch die Sowjetunion untergegangen. Ne? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Jetzt heißt der Sender 5TV oder 5TV, wie auch immer. Wir sagen mal 5TV. Und die haben sich tatsächlich mal aufgemacht und haben den aus den Archiven rausgesucht und dann mussten sie ihn auch nochmal wieder so ein bisschen aufmodeln und haben ihn dann mit auch tatsächlich englischen Untertiteln auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Bekannt geworden ist, dass diese Version wieder aufgetaucht ist. Das ging ja dann viral wirklich, ne? Also hat man ja sofort mitgekriegt. Genau, hat ganz schnell seine 1,5 Millionen Aufrufe gehabt und jetzt mittlerweile sind wir so bei 2, noch was Millionen, habe ich auch noch mal vorher Ist ja gar nachgeschaut, nicht so genau. viel. Hätte ich gedacht, dass es mehr gewesen wäre tatsächlich. Ja, habe ich mich auch gewundert. Also ich hätte auch gedacht, so 10 vielleicht oder so. Ja. Genau, verantwortlich, also als Regisseurin und auch Drehbuchautorin zeigt sich Natalia Serebjonnakova. Genau, interessant wäre dann auch noch mal zu erfahren, dass im Vergleich zu unserer Version der Herr der Ringe-Trilogie, die wir am 29. Juli 1954 bekommen haben, haben die Russen ihre Version, also gerade also von die Gefährten, erst 1982 bekommen. Also viele, viele Jahre später erst. Also die hatten bis dato, sahen die Notwendigkeit offensichtlich nicht, Herr der Ringe in ihre Sprache zu übersetzen. Was natürlich auch heißt, der Film ist 91 erschienen. Dass der da noch vielleicht noch gar nicht so einen großen Kultstatus hatte oder dass viele Leute noch gar nicht wirklich um Herr der Ringe wussten im schönen Russland. Vielleicht hatte das auch irgendwas Ideologisches, ne, dass sie gesagt haben, dass das eigentlich dieser westliche Stoff irgendwie nicht so gedacht ist für die Sowjetunion eigentlich oder kulturell das irgendwie nicht zusammenpasst oder so. Das kann gut sein, dass so westliche Werte zu stark da vertreten wurden oder so, ne? Dass wir uns mehr auf unsere eigene Kultur und unsere eigenen Geschichten und so konzentrieren. Mag sein. Das spiegelt ja zum Beispiel auch ganz stark den Geist der DDR wider, ne? Und dann mal habe ich auch noch ein paar Unterschiede zwischen der russischen und der eigentlichen Version rausgeschrieben. In der russischen Version wird Aragorn zum Beispiel nicht als Streicher be bezeichnet, sondern als Wanderer. Beutlin,
Also der Nachname Beutlin wird mit Torbins übersetzt und Bruchtal heißt Ratzdoll, finde ich wunderschön. Oder Rivendell ist es ja im Englischen, ne? Genau. Und Goldbeere heißt Solodinka. Was man so übersetzen würde als Goldflocke, so in die Richtung. Man muss auch noch mal dazu sagen, wir beide sind ziemlich große Herr der Ringe-Fans. Wir kennen auf jeden Fall auch die Bücher dazu. Wir haben die Filme super oft geschaut und Auf jeden Fall. sind auch so unser Lieblingsfilm-Franchise, kann man sagen, ne? Das Genau. und auch so genau Tolkien ist für mich jetzt auch was ich sage, das ist, finde ich, super spannend, dieses Universum. Wir haben ja auch beide Silmarillion irgendwie, Silmarillion gelesen oder du zumindest teilweise auch, ne? Also da steckt man Ja, schon, sind es ja, angegangen, steckt man schon genau, ja. ziemlich gut in der Materie drin, so, ne? Genau, also es ist unser Lieblingsfranchise, wo andere Leute voll auf Star Wars abgehen, das ist für uns halt Herr der Ringe. Und das halt auch schon seit vielen Jahren. Bei mir wurde damals auch schon als ganz kleines Kind wurde mir schon der Hobbit vorgelesen. Also ich habe damals auch schon ganz viel von Tolkien mitbekommen. Deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns dann doch mal die russische Interpretation an. Über den Film selber, wie gesagt, wurde der vom Leningrader Fernsehen produziert. Der Soundtrack stammt tatsächlich von Andrei Romanow, den wir auch als Sprecher sehen. Also der Film hat halt auch einen Erzähler, der zwischendurch auch immer wieder im Bild zu sehen ist. Und der ist dann auch passend dazu Mitglied der russischen Rockband Aquarium, die tatsächlich ziemlich erfolgreich ist, die es bis heute gibt. 1972 wurde die gegründet. Also es gibt auch einen riesen Wikipedia-Artikel dazu, war ich recht erstaunt, dass Leute, die da mitgewirkt haben, noch darüber hinaus groß Wellen geschlagen ha haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und über alles andere, die ganzen anderen Details kann ich ja noch einstreuen, während wir über den Film reden. Wie war denn so dein allererster Eindruck? Also ich hatte ihn ja jetzt schon einmal gesehen, für mich war es jetzt das zweite Mal. Also ich war so ein bisschen darauf vorbereitet, weil es gibt ja genau auch vom Hobbit gibt es auch eine sowjetische Fassung und der wurde genauso wie die Herr der Ringe-Fassung auch jetzt veröffentlicht kürzlich und da, ich glaube sogar davor noch und da hatte ich auch schon mal irgendwie reingeschaut und habe deswegen schon gesehen, okay, so ungefähr sieht das aus, was die damals gemacht haben und hatte deswegen jetzt auch. Sage ich mal, ich war nicht komplett überrascht so davon. Ne? Ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt. Wie war mein Eindruck? Also, ich war trotzdem aber überrascht, vor allen Dingen jetzt mal abgesehen von dem ganzen Setting oder von dem Aufwand des Filmes, also der natürlich sehr gering ist. Das heißt, irgendwie, der Film hat zum Beispiel schwierig zu sagen, dass der irgendwie überhaupt sowas wie einen eigenen Look hat oder eine bestimmte filmische Sprache, die er nicht hat. Hat mich halt gewundert, dass er wirklich so, also wirklich muss ich sagen, so unprofessionell, auch was die Filmsprache oder die Erzählweise angeht, durchgeführt wurde oder aufgenommen wurde. Also. Du kannst ja als Regisseur trotzdem irgendwie, sage ich mal, was abliefern, auch wenn du wenige Mittel zur Verfügung hast, indem du irgendwie versuchst, durch die Erzählweise, genau, durch Dialoge oder Charakter, oder ich sag mal Genau. auch überhaupt Character Building, sage ich mal, eine Geschichte zu erzählen. Und das war da ja überhaupt nicht. Also du bist ja an die Charaktere zum Beispiel auch überhaupt nicht rangekommen. Die waren ja total blass irgendwie und nur so statistenmäßig irgendwie. Also da war nirgendwo was drin, wo ich sage, da hat jemand versucht, sich wirklich Gedanken zu machen, wie er da eine Geschichte wirklich gut erzählen kann und die irgendwie da irgendwas den Zuschauern näher bringen kann. Und das fand ich dann doch in dem Sinne irgendwie enttäuschend. Das ist jetzt, sage ich mal, ja. Das ist jetzt vom Aufwand her oder den Effekten von dem Setting nicht so bombastisch, lange nicht so bombastisch wird, wie wir das von Peter Jackson kennen. Das war mir ja schon klar so, ne? Ja, Aber genau. trotzdem hätte es, glaube ich, nicht so sein müssen. Ja, die Hobbit-Version wurde tatsächlich auch in dem gleichen Studio gedreht. Also
Von daher passte dein Vergleich sehr gut vorhin. Ja, und du hattest es in der Vorbesprechung auch nochmal so beschrieben, dass es der Film wirkt von jemandem gemacht, der keine Ahnung hat, wie man Filme dreht. Das ist dilettantisch und krude an allen Genau, möglichen als Stellen. jemand, der gar nicht weiß, wie man filmische Mittel einsetzt. Ob es jetzt Schnitt ist, Kameraführung, irgendwie, ne? Es gibt ja, sage ich mal, beim Film hast du einfach immer so diesen Aufbau aus Dialog hast, dass der so, sag mal, man richtet den an der Achse irgendwie aus und dann hast du halt immer die Nahaufnahmen, dann hast du mal zwischendurch irgendwie eine halbnahe Aufnahme und dann eine totale irgendwie so. Also dieser, sag ich mal, szenische Aufbau und das Etablieren auch von einer Szene, was ja eigentlich das Handwerk irgendwie von einem Filmemacher ist, das war da irgendwie gar nicht, ne? Also du bist als Zuschauer, warst du einfach sehr oft konfus, weil gar keine Szenen etabliert worden sind, manchmal richtig. Und Ganz oft, gerade ja, so in der also zweiten genau, ganz Hälfte. oft, Die ja. erste Hälfte ist dramaturgisch noch einigermaßen nachzuvollziehen, auch wenn da natürlich viele grobe Schnitzer dabei sind. Aber ich werde an dieser Stelle einmal den Mary-Darsteller, der Sergei Schelgunow, einmal zitieren. Und der sagt dazu: Es ist sehr einfach, sehr primitiv, aber man kann sehen, dass wir mit dem, was wir zur Verfügung hatten, das Beste gemacht haben. Nein, Ja, okay. nicht wirklich. Das widerspricht komplett dem, was du Ja, gesagt zum hast, ja. Beispiel auch, dass die Schauspieler teilweise in die Kamera gucken. Ne? Also jeder vernünftige Filmschauspieler weiß ja, dass du auf jeden Fall nicht in die Kamera schaust, sondern immer an der Kamera vorbei. Ne? Das ist halt einfach so. Ja. Ja, bei dir muss man auch noch mal wissen, also du weißt, wovon du sprichst. Du hast schon teilweise Filme gedreht, du warst schon bei Musikvideodrehs mit dabei und hast das Ganze auch mehr oder weniger studiert auch, ne? Also mehr oder weniger ist schon richtig, ne? Ja. Es war auf jeden Fall Teil deines Studiums und Genau, auf jeden Fall. du warst auch schon Ja, bei Castings dabei und so weiter und so also wir fort, haben ne? auf jeden Fall im Ja. Studium, ja, wir haben Filmkurs gehabt und da haben wir die ganzen Sachen halt beigebracht gekriegt, ne? Wie du einen Film erzählst, so dass der Zuschauer halt mit hineingenommen wird, sozusagen, ne? Und das ist was ganz Wichtiges beim Film, dass der Zuschauer nicht verwirrt ist, dass er immer gerade weiß, okay, also das ist jetzt hier die Szene, das ist die Räumlichkeit der Szene, hier befinden sich gerade die und die Protagonisten und dass du halt da so als Zuschauer einfach so hinterherkommst, sondern das ist was wir als völlig normal empfinden, weil wir einfach Filme gucken und die Filme halt alle genau nach diesem Prinzip ablaufen und weil wir einfach Filme gucken, die, sag ich mal, von professionellen Filmemachern, ob es jetzt Serien sind oder Hollywood-Filme, die werden einfach von professionellen Filmemachern gemacht und deswegen wird einem das vielleicht selber gar nicht bewusst, dass man da ziemlich viel verbocken kann, einfach so, ne? Ja. Ja, wir können ja mal so ein bisschen über die Stilmittel reden. Also es wird zum Beispiel unglaublich viel Weichzeichner benutzt. Ja, also du hast ja ganz, ganz viel, dass die Ränder total weich sind. Du hast super unscharfe Szenen die ganze Zeit. Es wurde ganz viel mit Greenscreen gearbeitet und das ziemlich schlecht. Teilweise wurde so nah rangezoomt, dass du jeden einzelnen Pixel gut erkennen kannst. Das war schon Und auch krasser. so dilettantisch verwaschen. Man muss sich mal zum Vergleich anschauen. Im gleichen Jahr 1991 kam Terminator 2 raus. Es ist einfach unglaublich. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel die Stilmittel anguckt, ne? Die haben ja zum Beispiel immer die Szenenübergänge, haben sie ja immer mit so einem Zoom gelöst, der auf ein bestimmtes Objekt gemacht wurde. Zum Beispiel ganz oft halt, die haben halt eine Kerze im Bild gehabt und dann war die Szene zu Ende und dann ging der Zoom noch so auf diese Kerze rauf. Und dann ging die nächste Szene los, in dem von einem anderen Objekt, das man ganz nah gesehen hat, vielleicht wieder eine neue Kerze, ging der Zoom dann wieder zurück und dann ging quasi die neue Szene los. So, ne? Und das ist halt so ein Stilmittel, das man vielleicht eher früher genutzt hätte, so, ne? Aber das, sag ich mal, zu der Zeit, zumindest hier eher im westlichen Fernsehen, eher lange, lange veraltet war eigentlich so. Ne? Hättest du einfach mit harten Schnitten gearbeitet von Szenenwechsel zu Szenenwechsel, ne? In der Regel so.
Ja, oder du machst es ein, Ja, zweimal, genau. aber Und die wurde halt dauernd, ständig gemacht. es wurde dauernd gezoomt, rein und raus gezoomt. Immer auf Kerzen, immer wenn irgendwo eine Flamme war, wusch, wusch. Ja, Ist schon der genau. Und Hammer, ja. die hatten auch tatsächlich keinerlei Budget zur Verfügung und mussten sich halt aus den ganzen Kostümen dieses Fernsehstudios halt bedienen. Also die selber hatten gar nicht wirklich was mitgebracht. Aber es wirkt halt auch wirklich so, als ob du wirklich das Werk von Tolkien besudelst, wo du nur kannst hier mit dieser Produktion. Auch dieses ganze Fantasy, ne? Also diese Szene, wo sie dann zuerst in Lothlórien sind und wieder die Elben dargestellt wurden, ne? Also wirklich so, ja, schon fast parodistisch irgendwie. Heute würde man das eher als eine Parodie sehen, ne? In weißen Kleidern mit Blockflöten Kifte Hippies, und ja. haben wirklich Bisschen in die so Richtung. ekstatisch irgendwie rumgetanzt und was dazu ein bisschen die Magie oder so, wahrscheinlich dieses Magische bei den Elfen so symbolisieren sollte. Das war halt einfach krass drüber so, ne? Ja, und auch niemand hat vorher gelernt, wie man mit einem Greenscreen umgeht. Also es fungiert eher als Beispiel dafür. So macht ihr es nicht. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie man richtig mit einem Greenscreen arbeitet. Also Auf jeden ja. Fall, also mich hätte mal interessiert, wie tatsächlich diese Fernsehproduktion im Gegensatz zu anderen Fernsehproduktionen aus der Zeit in der Sowjetunion dargestanden hat. Ob das jetzt besser war als der Durchschnitt von dem, was die Leute da zu Gesicht bekommen haben, oder ob es tatsächlich, sage ich mal, auch selbst in der Zeit und in der Rezeption von den Leuten damals vielleicht auch schon als altbacken oder nicht gut aufgenommen wurde. Das kann ja auch sein, ne? Das glaube ich. Also ich habe gestern noch ein YouTube-Video dazu geschaut. Also generell zum russischen Fernsehen der 80er, 90er. Und das war vom Aufwand her und von der Produktion wesentlich besser als das, was wir hier gesehen haben. Also da gab es auf jeden Fall schon eine gewisse Filmkultur auch, die Man muss, ja, da muss man vielleicht aufpassen, dass man denen nicht so ein bisschen Unrecht tut und so sagt, okay, das ist jetzt der Standard, den die, so wie die Filme gemacht haben in der Sowjetunion. Das glaube ich nicht, Kann nein. ja sein, dass es nicht so ist, ne? Aber es ist natürlich so, gern man guckt auf die Sowjetunion da so ein bisschen und sagt, jo, mehr haben die halt nicht zustande gebracht, sozusagen, ne? Aber ja, glaube ich halt auch nicht, dass das so ist. So. Ja, aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich keine Filme aus der Sowjetunion sonst kenne. Ich weiß auch gar nicht, ob die da Kino oder sowas gehabt haben oder ob die nur Fernsehen hatten, so, ne? Doch, doch, die hatten auch Kino und die Filme wurden damals auch von einem sehr, sehr großen Prozentsatz der Bevölkerung geschaut. Wie gut, dass ich das gestern noch geguckt habe. Sehr gut. Kann ich zumindest ein bisschen was dazu sagen. Aber wenn euch das interessiert, ich werde das Video, das ist von dem Kanal Alles nur geklaut. Ich glaube, der ist auch selber Russe, aber ist halt auf Deutsch. Werde ich auch nochmal verlinken. Da erfahrt ihr dann auch nochmal ein bisschen was darüber. Das Ja? wurde ja auch im Kinderprogramm ausgestrahlt, hast du gesagt, ne? Genau, einmal und dann Ja. nie wieder und dann ist es verschwunden in den Naja. Archiven. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal irgendwie anguckt, was in Deutschland in Anfang der 90er so im Kinderprogramm gelaufen ist, weiß nicht, ob das. Es war vielleicht schon besser, aber es ist natürlich auch nochmal irgendwie eine andere Kiste als das, was man irgendwie heute hat oder heute gewöhnt ist irgendwie, ne? Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Darsteller selber ganz viel auch eben am Theater selber gearbeitet haben, was man teilweise nicht merkt bei den schauspielerischen Leistungen, die hier vollbracht werden und teilweise nur so 1 bis 3 Stunden am Tag Zeit hatten, eben Okay, zum wow, Drehen. Und ja. da musstest du halt auch Das noch ist echt die krass, ne? Probe und so weiter mit reinpacken. Also, ja. Ich habe auch noch ein bisschen dazu recherchiert. Ich habe auch noch mal geguckt, ob ich über die Regisseurin Natalia Serebjankova noch mal was finden kann, aber da gab es leider wirklich nichts zu finden. Das Einzige, was ich halt noch über sie herausgefunden habe, ist, sie lebt halt noch und hat mitbekommen, dass dieser Film wieder im Internet so einen kleinen Hype bekommen hat und möchte jetzt weitermachen, möchte den Nachfolger drehen. Wow. Also wir bekommen Nein. eventuell noch mal was Krass, zu ne? sehen. Wow. Gucken wir mal. Das fand ich auch noch mal ganz spannend. Ja, wollen wir dann mal
zum Film selber kommen und uns mal so von Szene zu Szene da durchhangeln? Können wir Jo. machen. Ja, wir haben ja erstmal so eine Art Vorspann, wo Szenen aus dem Film gezeigt werden. Du hast eben so einen sehr ja, billig gemachten Soundtrack auch, also du hast am Anfang so einen Song, der so ein bisschen die Geschehnisse zusammenfasst, so ein bisschen auch dieses Ringgedicht nochmal wiedergibt. Und du siehst halt die Nazgul, die Ringgeister durch den Schnee reiten. Also ich glaube, im Buch ist es jetzt nicht unbedingt Winter, als sie da unterwegs sind. Weil sie jetzt auch gar nicht. Ja, das Nee. sind aber, oder Aber nicht? es passt eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht so verkehrt. Auf jeden Fall sind sie ganz viel auch im Schnee unterwegs und auch zwischendurch wieder nicht. Und also auch diese, ich sag mal, die Darstellung der Jahreszeiten ist ihnen überhaupt nicht gelungen. Wenn du jetzt schon sagst, die Darsteller hatten teilweise nur ein paar Stunden am Tag Zeit, dann konnten die sich wahrscheinlich auch nicht groß aussuchen, in welcher Jahreszeit sie drehen und da, wo sie halt gedreht haben. Oder wo sie halt waren, lag wahrscheinlich Schnee und deswegen hat einfach Schnee gelegen. Genau. Das war wahrscheinlich einfach der Grund. So, kann ich mir vorstellen. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein wirres Durcheinander an irgendwelchen Eindrücken und Bildern. Und der Ring wird nochmal gezeigt mit Alufolie Ja. mit goldener Alufolie umwickelt und mit einer russischen Schrift drauf. Ja, Es die wird sich, Schrift war ja. echt der Hammer, so, ne? Auch da innen drin, also. Ja, so richtig billig in Echt so ganz schön billig, ja. Arial Black Großbuchstaben. Ja, genau. Ja. Also es wurde sich halt auch in keinster Weise Mühe gegeben, irgendwie in dieser Welt mehr Tiefe zu geben. Ne? Ich will jetzt nicht ständig mit dem Vergleich zu dem Peter Jackson-Film kommen, aber. Ich weiß nicht, man müsste mal, also ich glaube auch, vielleicht hat das, ich glaube, das Bewusstsein war damals noch gar nicht da, dass man das überhaupt so machen kann, dass man, Genau. also wahrscheinlich war dieses. Wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt Herr der Ringe und das ist Fantasy und Fantasy sieht so und so aus, aber dass man auch jeder Fantasy-Welt so einen ganz eigenen Stil verpassen kann und dass das eben nicht so aussehen muss wie Fantasy, wie man sich das jetzt halt so vorstellt, das war vielleicht damals auch gar nicht noch so. Also ich glaube auch die Fantasy-frühe Filme früher waren auch alle, ich weiß nicht, fallen mir da irgendwelche ein, Fantasy-Filme irgendwie, Vorher der Ringe, ja. wir kennen aus den 90ern oder 80ern, also zumindest von meinem Gefühl her sah das irgendwie alles immer relativ ähnlich aus oder waren die Filme immer so, dass die keinen besonderen Stil hatten. Heute ist das ja ganz anders, da wird ja ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, dass du, wenn du ein Filmuniversum hast, dass das seinen ganz eigenen unverkennbaren Look sozusagen hat. Ne? Ich glaube, das Bewusstsein war früher da auch eh gar nicht da gewesen, so, ne, dafür. Also es ist ja auch so, dass wenn Fantasy-Filme heutzutage erscheinen oder eben auch in den letzten 20 Jahren, dass sie sich immer an der Peter Jackson-Verfilmung irgendwie messen müssen, so. Ja, das Also auch, ja. zumindest wird ihm das so nachgesagt, ja. Auf jeden Fall. Also da wurde so ein Standard gelegt in einer gewissen Form, ne? Ja, deswegen fand ich es auch ganz interessant, zu sehen an diesem Film, worauf der Schwerpunkt lag. Aber da kommen wir dann auch nochmal dazu. Gut, wir machen mal weiter. Danach haben wir dann den 111. Geburtstag von Bilbo. Dann haben wir ja auch wieder halt eine Studioaufnahme. Alles ist natürlich drin. Da hast du keine Draußenszenen. Es wurden nur so eine Handvoll tatsächlichen Draußenszenen auch gedreht. Aber die meisten Sachen sind tatsächlich irgendwie mit Greenscreen und Studio und so weiter. Du siehst hier, ich weiß nicht, 11 oder 12 tanzende Hobbits. Irgendwie so Also. um den Dreh. Genau, dann kommt halt Bilbo mit dem Backenbart des Todes, also der so einen riesigen Backenbart. Wer ist noch mit dabei hier? Wie heißt sie? Globilia? Genau, diese Sackheinbeutlins Die da, ne? Die Sackheimbeutlins sind auf kommen jeden ja, Fall. genau, bei Peter Jackson kommen die ja nur ganz kurz vor und hier haben die richtig viel Screentime bekommen, auf jeden Fall. Vielleicht Ja, kann man viele ja der. mal die Ja. Charaktere mal so einen nach dem anderen beschreiben, irgendwie, das ist, glaube ich, oder mal so kurz umreißen, die Ja, aussehen, gerne. so, ne? Also Bilbo hast ja schon gesagt, der hatte ja auf jeden Fall einen ziemlich fashion Backenbart gehabt, ne? Ist aber von der Darstellung her Ja, ganz okay. Also fand dem ich ka auch, kauft man auf das jeden ab. Fall, Das ist in kann Ordnung. man machen, ne? Ja, als nächstes haben wir dann den Gandalf.
Und da geht es ja schon los. Also Los, ja. relativ kurzer Bart, üppiges Haupthaar, auch schon, also so vom, der Darsteller an sich ist okay, Kann sag man ich mal. machen, ja. So vom Gesicht her und so. Aber kein Hut, kein grauer Mantel, der hat irgendwie so einen bunten Fashion-Bademantel da angefühlt. Ist Und halt auch nix, also der Gandalf irgendwie, auch vom Buch her, der hat ja was Mentoren, väterlich oder onkelhaftes, irgendwas so, wo dieses, was eigentlich so ganz warm ist, und das hat er halt genau. null, ne? Also der ist halt einfach ziemlich cold irgendwie. Ja, sehr, sehr unsympathisch. Also der zieht auch immer jede Szene runter, immer wenn irgendwo mal gute Stimmung ist, dann sagt er wieder ein paar bedrohlich schwängernde Wörter. Ja, genau. Dann beschreib mal die Hobbits, das war ja sowieso. Oi, ja, die Hobbits, ey. Also die werden ja direkt am Anfang mal so ganz schnell, als stehen sie alle auf einem Haufen und du weißt erstmal überhaupt nicht, wer ist. Wir fangen mal bei Frodo an. Da ist uns relativ schnell aufgefallen, dass der eine frappierende Ähnlichkeit zu Rowan Atkinson, aka Mr. Bean hat. Also Jeden Fall. der hat diesen Mr. Bean-Look plus Blick, plus diese Gesichtskirmes, die Nase und so weiter, hat er voll drauf. Da gibt es eine richtig krasse Ähnlichkeit. Nur, dass er halt rothaarig ist. Ja, und alle Hobbits sind auch irgendwie schon so Anfang 40 oder teilweise sogar darüber. Also sind schon paar bisschen fortgeschrittenere Old Dudes. Bei Sam. Sam ist, glaube ich, auch der älteste von all denen. Ich könnte es gar nicht sagen. Also das ist. Schwierig. Die sind teilweise auch sehr stark geschminkt und so auch, ne? Also. Ja, und gebären sich die ganze Zeit auch total albern. Also es kommt im ganzen Film auch nie wirklich eine gewisse Ernsthaftigkeit drüber. Außer vielleicht so ein bisschen bei Elronds Rat, aber da gucken wir dann mal, Sticht auch ne? so ein bisschen raus Ja. bei den Hobbits eigentlich, ne? Weil er so leichte lila Haare hat, auch stärker geschminkt ist irgendwie als die Genau, der hat anderen. so falsch Falsch, aufgemalte genau, Augenbrauen, so ganz falsch, ja, falsch hochgezogen. aufgemalte Augenbrauen so, und sticht da eigentlich so ein bisschen raus. Und ich finde eigentlich, dass Merry und Pippin sahen sich relativ ähnlich, die hat man auch immer verwechselt. Das war ja Ja. sowieso immer, du hast dich mal, okay, wer ist jetzt wer? Das war so schwierig, die auseinanderzuhalten irgendwie, weil, weiß ich auch nicht, irgendwie. Ja, wir hatten, glaube ich, den Vorteil, dass ich den Film schon geschaut hatte und schon so ungefähr wusste, wer ist, weil die Charaktere teilweise auch gar Das nicht richtig ist. vorgestellt werden. Die werden einfach so reingeworfen in die Geschichte. Ja, genau, das meine ich. Das meinte ich mit filmisches Erzählen. Ne? Du machst ja so ein für einen Charakter machst du ja so ein Introducing. Ne? Also den stellst du irgendwie vor, indem du am besten ihn in der ersten Szene gleich mit einer typischen Eigenschaft von ihm oder so auflaufen lässt. So, Genau. ne? Und genau sowas gab es da ja gar nicht. Das war alles so. Ja. Ja, dann haben wir Mary. Mary hat immer eine Pfeife im Mund, hat stark rot geschminkte Lippen und guckt immer hochtheatralisch. Aber ansonsten erfahren wir über ihn eigentlich nicht viel. Also auch der Schauspieler hat sehr wenig Dialog nur im Film. Wenn die vier Hobbits miteinander reden, dann ist es oft einfach auch so, dass sie total wild durcheinander reden und irgendwie, ja, fast schon wie in so einer Komödie da irgendwie agieren miteinander, wie in so einem Slapstick-Film. Ja, und alle haben auch so alberne Hüte auf, ne? Und, das muss man auch nochmal dazu sagen, die Hobbits in den Filmen haben ja so behaarte Füße. Und hier haben sie sich gedacht, wie setzen wir das denn um? Jeder von denen hat kniehohe Stulpen oder noch höher sogar, so bis zu den Oberschenkeln fast. So riesige Stulpen. Wie soll man das beschreiben? Wie, weiß ich auch nicht. Wie so ein. Es gibt ja diese Hausschuhe, diese Schlappen, die so richtig flauschig sind, ne? Und die so lange so Fell haben. Und nur das, die und nur halt bis hochgezogen, genau, wie so Kniestrümpfe. Und ja, wie so ein Fell halt, ne? Sieht das Ja, so aus? super ausladend und total plump und riesig. Also weit weg von haarigen Füßen. Das ist, also wer die Entscheidung gefällt hat, der hätten sie auch einfach barfuß laufen können. Also das wäre. Wie die Füße von so einem Yeti halt. Ja. Ja, und dann kommen wir zu Pippin. Pippin hat eine Brille auf, ist einigermaßen korpulent und sein Signature-Move ist, er ist die ganze Zeit nur am Essen. Am So. Essen auf jeden Fall, ja. Er hat immer was in der Hand und stopft es sich rein, so, ja. Und besonders viel, das hatten wir am Anfang schon gesagt, besonders viel Tiefe hat keiner von denen, außer jetzt vielleicht ein bisschen noch Frodo, obwohl der in seinem
Verhalten auch sehr wechselwirkig. Also manchmal ist er flirty, manchmal ist er aggressiv, meistens ist er total verpennt oder besoffen oder irgendwie in der Richtung. Allein das, also er hat halt auch am meisten Dialog, Sonne oder Text. Ja. Also die anderen haben ja gar keinen richtigen Text, sage ich mal. Da kommt immer mal was dazwischen irgendwie so. Aber genau auch dieses, was uns dann aufgefallen ist, der erste richtige Dialog zwischen Sam und Frodo ist irgendwie am Ende. Vorher haben die nie einen richtigen Dialog miteinander so geführt, ne? Also Nee, es wird immer wild durcheinander geredet genau, wir und nur durcheinander, so ja. Halbsätze rausgefeuert und so. Und, naja. Ja, haben wir noch einen übersehen? Ich glaube, das waren erstmal so die wichtigsten Charaktere vom Das ist ja Anfang, der ne? Genau. Hauptcast erstmal so. Ich denke mal, die Leute, die das sich jetzt hier anhören, die werden die Originalstory auch schon kennen. Da müssen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall. Ja, genau, du hast dann auch noch eine Szene mitten in der Rede von Bilbo, also er redet ja dann zu seinen Geburtstagsgästen und mittendrin hast du diese Szene, wo er sich eigentlich schon aufmachen will, also bevor er überhaupt den Ring aufsteckt und unsichtbar wird und sich mit den Zwergen aufmacht, um nochmal Berge zu sehen, hast du diese Szene, wo er mit Gandalf da in Beutelsend sitzt und ja eben nicht vom Ring lassen kann. Und dann hast du eben diese Szene, wo Gandalf auch so richtig dumm mit den ihn komisch bedroht und das ist alles überhaupt nicht dramatisch oder irgendwie nachvollziehbar. Also wir haben uns auch die ganze Zeit immer vorgestellt, Leute, die das Original nicht kennen, die Bücher nicht kennen, die Peter Jackson-Filme nicht kennen, die wissen noch überhaupt nicht, was da abgeht. Also das ist total konfus, Konfus ja. alles auf jeden Fall. Ja, das ist genau diese Szene, die im Peter Jackson-Film ja nach dem Fest spielt. Der Darauf will ich hinaus, genau. Dialog über den Ring, der wurde einfach mitten reingeschnitten und nach dem Dialog ist Bilbo auf einmal wieder beim Fest. Und den nächsten Schwenk zur Kerze, ja. Genau. Ja, und alles ist halt mit einem ultra krassen Weichzeichner umleuchtet. Es ist teilweise so sehr, sehr unscharf. Ja, Szenen, die, ich sag mal, die Story voranbringen oder die Story eben nicht voranbringen, die werden total in die Länge gezogen. Und wir machen mal weiter, ansonsten sitzen wir hier noch in 3 Stunden. Das glaube ich auch. Ja. Vielleicht kann man ja so ein bisschen einfach hauptsächlich darauf eingehen, wo die Unterschiede von der Story sind, ja, von der sowjetischen Fassung und der Peter Jackson Fassung, weil Ja. die sind ja sehr deutlich tatsächlich so, ne? Ja, sehr deutlich. Also man hat das Gefühl, dass die Szenen, die Peter Jackson rausgenommen hat, die sind alle in diesem Film Genauso gelandet. ist Und alles es. andere fast nicht. Also Wirklich so eine. es gibt tatsächlich recht wenig Szenen, die deckungsgleich sind Ja. zu der Peter Jackson-Version. Sie haben Das ist. allerdings viel auch tatsächlich Dialog aus dem Buch, glaube ich, drin. Also zumindest Direktzitate aus dem Buch. Das merkt man ja manchmal. Ne? Das merkt man ja zum Ja. Beispiel, als Bilbo davon erzählt, dass er irgendwie sich so. Das war jetzt in der englischen Übersetzung, in den Untertiteln. Zu wenig Butter auf zu viel Brot, oder? Genau, wie genau. Ich fühle mich wie zu wenig Butter auf zu viel Brot verteilt. So, ne? Also es war ja auch Ja. alles irgendwie so drin, ne? Ja, zwischendurch merkst du immer, wie der Film so umschwenkt. Oh, okay, jetzt zitieren sie gerade das Buch. Genau. Das ist auch sehr, sehr deutlich, ja. Bilbo zieht dann halt weiter und Frodo wird dann damit konfrontiert, dass er jetzt der Ringträger sein muss. Ja, stimmt, genau. Wo er halt total albern drauf reagiert. Also das Relativ ist. langer Dialog irgendwie so, ne? Ich glaube, der Film ist zum Drittel vorbei und da kommen sie dann gerade erst aus Hobbingen raus. Also Ganze der Zeit Film gedauert, nimmt sich ja. unglaublich viel Zeit für diesen ganzen Anfang. Also im Buch sind ja viele Details darüber geschrieben worden, wie jetzt Frodo quasi aus dem Auenland fortgeht. Die machen das ja mit so einem, damit es eigentlich nicht auffällt, dass er auf einmal weg ist, haben sie ja so einen ganzen Plan geschmiedet, dass sie sagen, er zieht jetzt weg aus dem Auenland und verkauft alles. Ja. Und das ist ja so ein Plot, in dem halt diese 4 Hobbits quasi drin sind und nur Merry und Pippi wissen davon Bescheid. Und er fährt ja, geht ja dann auch unter einem anderen Namen weg. Und Unter das, Berg, genau, ne? das wird da halt relativ detailliert noch irgendwie alles besprochen im Buch. In der neuen Fassung von Peter Jackson kommt das ja alles gar nicht vor irgendwie, ne? Da haben sie sich so sehr auf, ja genau, wie du schon gesagt hast, auf die Szenen, die im Buch zwar schon da sind, aber die
jetzt in der neuen Version überhaupt nicht vorkommen. Auch die, dann gibt es ja eine Szene, wo sie zu viert bei dem Bauern Maggot sind. Genau. Auch eine Szene, die im Buch auf jeden Fall drin ist, die auch auf jeden Fall im Buch ausführlich beschrieben ist. Die haben sie da noch mit aufgenommen. Genau, Bauer Margot siehst du nur einmal mit seiner Forke hinterm Maisfeld oder so rumfuchteln und hier hat er eine total tragende Rolle und ist ein ziemlich fescher Dude. Das ist tatsächlich der erste Charakter, der mir auch sympathisch aufgefallen ist. Also man muss auch wirklich dazu sagen, die Hobbits sehen halt wirklich auch alle aus wie, Entschuldigung, wenn das ein bisschen hart klingt, aber wie halt irgendwelche Saufnasen, ganz schöne Heslons, alles schon etwas gereiftere Männer, alle irgendwie. Ja, und diese Schminke, die dann teilweise auch tragen und na, fühle ich nicht. Sam habe ich ab und zu mal ein bisschen gefühlt, aber das war's auch. Du warst ein bisschen Frodo-Fan, so, ne? Fand den halt irgendwie ganz lustig einfach, ne? Der Also, macht viel mit der Mimik und der ja, ist der hat interessant, ja. irgendwie, der hat eine, der hat ein interessantes Gesicht, eine interessante Mimik irgendwie gehabt, das auf jeden Fall. Bei den anderen war es eher so ein bisschen blass halt, so, ne? Ja. Ja, es gab halt wenige Darsteller, wo du sagst, die sehen für unser Sehverständnis aus, auch wie Schauspieler halt, ne? Also irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ganz gut aussehende Ja, die Leute eine Ausstrahlung haben, ne? Die eine haben eine Präsenz haben, so. Ausstrahlung und eine Präsenz, genau. Und das haben halt, haben da ja ganz, ist bei ganz Ja. vielen Wenn du dort zum Beispiel nicht Gandalf so. nimmst, der lächelt am Anfang ein einziges Mal irgendwie bei Bilbos Feier da. Oh, apropos, wir haben das Feuerwerk noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht auf Gandalfs Feuerwerk eingegangen. Ruft euch noch mal in Erinnerung, wie das im Film der Jackson aussieht. Also ein absolutes Spektakel und das ist das Highlight von dieser Feier und absolut großartig. Und hier ist es so, er hebt seinen roten Mantel hoch und auf dieser Projektion hast du dann zwei JPEG-Bilder in schneller Folge von so einem richtig billigen Comic-Feuerwerk. Also da bewegt sich auch nichts oder so, sondern das ist einfach nur ein Standbild. So, pack, pack. Unglaublich. Dann jubeln die Hobbits alle und es geht weiter. Also das ist. Also da hat mich der Film das erste Mal wirklich gebrochen. So. What the fuck, ey? Das war wirklich. Ja, gut. Bauer Margot, ne? Oh mein Gott. Wird viel geredet, die Szene zieht sich ewig hin. Auch alles nichts, was die Story richtig weiterbringt. Deswegen, also Peter Jackson hatte sich wirklich schon auf die Szenen konzentriert, die wirklich der Story auch und der Atmosphäre ja weiterhelfen, ne? Ich weiß nicht, sollen wir schon zu den Hügelgräbern kommen oder passiert dazwischen noch irgendwas? Wir sind erst beim Alten Wald. Und dann die Hügelgräber, genau. Alter Wald, ja, da haben sie dann mit dem, wie heißt der Baum nochmal? Der alte Weidenmann. Das ist er. Ja, das ist ja ein Baum, der quasi einfach zwei von den Hobbits, also die Hobbits werden irgendwie schläfrig, lassen sich am Baum nieder und dann kommt dieser halblebendige Baum und packt sie quasi und zieht sie in sich rein, sozusagen, ne, in so eine Baumwurzelspalte oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man es. Ihr kennt es auf jeden Fall aus der Extended-Version von Die zwei Türme. Da wurde das in den Fangornwald verlegt, diese Szene. Mit Merry und Pippin auch, ja. Stimmt, genau. Stimmt, genau das. Das passiert da. Ja. Und dann kommt Tom Bombadil vorbei. Tom Bombadil, eine Figur aus dem Tolkien-Universum, die einen besonderen Stellenwert hat, Oh ja. weil sie eigentlich gar nicht so da reinpasst. Oder, naja, was heißt, sagen wir es mal so. Sie war in den Peter Jackson-Filmen nicht drin. Ich vermute mal deswegen, weil sie einfach doch in diese ganze Atmosphäre, in den Vibe nicht reingepasst hätte, weil er irgendwie so ein, wie beschreibt man Tom Bombadil? Er ist auf jeden Fall ein starker Kontrast zu. Er ist ein Ja. Naturbursche. Ja. Tom Er singt die ganze Bombadil, der Zeit, ist er ein ist krasser Naturbursche, ja. immer fröhlich und er ist das älteste Wesen von Mittelerde, so. Fast mit. Der ist von Anfang an auf jeden Fall dabei. Und vielleicht sogar schon vorher. Er ist so ein bisschen eine Verkörperung von so einem Naturgott irgendwie, von so einem gutartigen Naturgott habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, der über allem steht, so ein bisschen, ne? Und aber nur in Erscheinung eines ganz einfachen Mannes sozusagen auftritt, ne? Ja, genau, auf jeden Fall der.
der kommt dann da singend und gröhlend und rufend und rettet sie eben aus dieser Szene. Und dann sind sie bei ihm und seiner Frau Goldbeere zu Besuch. Und diese Szene zieht sich auch ewig hin. Hier haben sie das allererste Mal darauf geachtet, Größenunterschiede zwischen den Hobbits, die sonst immer auch jetzt Genau, ja. bei Bauer Margot oder bei Gandalf immer genauso groß waren wie normale Menschen halt. Aber hier haben sie tatsächlich das erste Mal darauf geachtet, diese Größenunterschiede festzulegen. Und sie haben es ein bisschen übertrieben, meiner Ein Meinung bisschen nach. übertrieben, das war echt. Also ich glaube, die Hobbits gingen Goldbeere da nicht mal bis zur Hüfte so, ne? Also Ja. das war schon wie, also es waren wie Riesen. Fast so ein bisschen so wie in den Peter Jackson-Filmen eigentlich so ein Troll im Vergleich mit einem normalen Mensch irgendwie so, ne? Ja, Kann man fast sagen. genau. Ja, genau, das ist ein guter Vergleich. Ja, und gefühlt 10 Minuten sind sie da. Also es zieht sich wirklich. Ich sag mal so, da sind wir zum Beispiel bei einem Problem. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit den Schönheitsidealen der damaligen Zeit zu tun, weil auch später die Galadriel, die noch auftaucht und so, und Goldbeere, da haben sie nicht wirklich schöne oder bezaubernde Frauen genommen. Also möchte ich jetzt mal ganz vorsichtig so ausdrücken, ohne irgendjemanden da in seinem Empfinden auf die Füße zu treten, aber du weißt, was ich meine, ne? Nee, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das hat auch wieder mit den Sehgewohnheiten zu tun, so, ne? Dass man das mittlerweile einfach so sehr gewöhnt ist, so immer die so sehr gut aussehenden Menschen zu sehen im Fernsehen Ja. oder im Kino, so, ne? Ja. Ja, bei dem Film ist es halt, da ist es bei vielen Charakteren sehr auffällig. Also, dass man da vielleicht nicht ganz so drauf geachtet hat. Gerade bei Galadriel. Aber da kommen wir ja dann auch zu. Okay. Wie gesagt, das ist ja auch nur unsere eigene Empfindung aus unserem kulturellen Hintergrund. Und Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Gut, dann verlassen wir mal die Szenerie. Und der Film hält sich auch gar nicht groß auf mit irgendwelchen Reiseszenen oder sowas. Wir sind dann auch schon direkt bei den Hügelgräbern und erleben da, finde ich, den ersten wirklich gut geschminkten Charakter. Da hast du nämlich den Grabunhold, der Sam, Merry und Pippin gefangen nimmt oder sie in so eine Art Todesschlaf schickt oder in so eine Starre irgendwie, ne? Also er legt ihnen auch so ein Schwert über die Brust so jeweils und jeder hat so eine Totenkerze in der Hand Das sieht man ja und auch gar nicht, ne? Wie er das tut oder wie das passiert, ne? Es ist ja irgendwie, oder? ja, man wird vor vollendete Tatsachen schon gestellt. Also du siehst das Schwert und die Kerze schon noch. Das hat man da auf jeden Fall. Ja, und da ist ihnen irgendwie geglückt. Also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand diesen Grabunhold, fand ich schon ganz cool von der Darstellung her. Du hast halt eine Frau, die ziemlich gut geschminkt ist und hast halt eine Männerstimme drüber gelegt. Und das finde ich, kommt ein guter Effekt. Wie sie dann da mit Greenscreen gearbeitet haben, dass er eigentlich gar nichts macht und nur so dumm auf dem Boden rumliegt und lacht und so. Das ist nochmal was anderes so, aber die Darstellung an sich hat mir gut gefallen. Genau, aber dann kommt Tom Bombadil wieder und rettet sie und ja, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas Erwähnenswertes an dieser Szene weiter? Irgendwie hat da Frodo auch wieder so einen recht langen Monolog, dass er da irgendwie die ganze Zeit auf so einem Grabstein sitzt und irgendwas sagt, was ich dann auch sehr Diese schön. Grabsteine auch einfach. Irgendwie so Halloween-Doku mit diesen christlichen typischen Kreuzen, ne? Also diesem Andreaskreuz, das ist ja, glaube ich, was auch gar nicht so in Mittelerde, zu Mittelerde reinpasst. Also da hat man Nee, sich auch gar keine genau. Mühe Ja, gegeben. ja, ja. Wie geht's denn dann danach weiter? Dann eigentlich in Bre, ne? Irgendwie gleich. Nee, ich glaube, einmal sind sie kurz noch, hat man gesehen, wie sie tatsächlich, glaube ich, nochmal losgeritten sind irgendwie. Ja, es wird so eine Schlittenfahrt, wird zwischendurch noch gezeigt, ja. Ja, stimmt, mit dem Schlitten. Und dann zack, zack, waren sie da. Ja, und dazu muss man auch nochmal sagen, diese Draußenaufnahmen, von denen hatten wir ja auch schon mal gesprochen, sie hatten nur 4 Pferde zur Verfügung und du siehst immer mal wieder, um die Bedrohung ein bisschen stärker herauszukristallisieren, die 9 Reiter, die halt nur zu viert sind, mit ihren Pferden da durch den Schnee reiten. Mit rotem Geschirr, was auch die Immersion irgendwie wieder zerstört. Also besonders bedrohlich wirken die auch nicht. Und es gibt tatsächlich auch nochmal eine Szene, das hatte ich vergessen. Gollum wird auch nochmal gezeigt zwischendurch. Und Sméagol und Dergol werden auch nochmal gezeigt, diese Szene, wo Dergol nach 5 Sekunden waren es, erwürgt wurde. Genau. Das ist eigentlich nicht der Rede wert, ne? Da passiert jetzt eigentlich nichts wirklich
Nennenswertes. Ja, und Gollum ist so, wie man sich das vorstellt, so eine schlechte Plastikhaube auf, grün geschminkt, albern tanzt er da durch das Setting und Irgendwie so ein Seemonster oder so, oder so ein Seeghoul oder keine Ahnung. ja, aber halt auch überhaupt nicht irgendwie ernsthaft, sondern total albern. Also wirklich sehr Slapstick-artig so. Und ja. Gut, wir gehen mal weiter nach Bree. Ja, Haus. da kommen sie dann in das Gasthaus zum tänzelnden Pony und ja, haben erstmal so eine Art Gelage. Na zdrowie, Frodo. Und dann treffen sie dort Streicher, der dann auch später seinen Mantel weggeht. Oh, Aragorn! Also so auch so total überzogen dargestellt. Hier haben wir allerdings bei Aragorn einen absoluten Jüngling, also der ist Anfang 20 oder so. Für die Hose. Mit Genau, mit so einer fetten Narbe auf einer der krassen Stirn. Narbe, ja. Viel gibt es über den auch nicht zu sagen, da der auch nicht besonders viel Dialog hat oder so. Kommt auch mit keiner besonderen Eigenschaft umher. Im Tänzelnden Pony selber wird halt nochmal irgendwie gesungen. Dann gibt es diese unsägliche Szene, wo Frodo den Ring aufsetzt. Im Film und im Buch ist es ja auch so, dass es eher so aus Versehen passiert. Und hier ist es so, dass er einfach dasteht und das macht. So ohne jeden Grund. So. Und es scheint auch keinen wirklich so richtig zu interessieren. Und dann geht es einfach weiter. Du, ein paar Szenen können wir auch einfach, glaube ich, so rüberbügeln, weil es einfach absolut belanglos ist. So. Butterblüm sieht aus wie Stalin mit Ja, mit so einem richtig fetten dem Schnorris. So. Wahnsinns-Schnauzbart. Ja. Ja, das ist ja Genau. sowieso, also die Szene, die dann kommt auf der Wetterau, die wird ja auch da super schnell abgehakt. Also irgendwie, Frodo, da kommen irgendwann die, Wetterspitze meinst du, ne? genau, da kommen die Nazgul und Ja, vor allem, du hast Schnitt, du hast dieses Gasthaus ohne irgendeine Erklärung. Weil normalerweise hast du zwischendurch auch immer mal wieder diesen Erzähler, der so ein bisschen was erzählt, der so ein bisschen die Story voranbringt, aber hier Schnitt, der meistens Wetterspitze. gar nicht die Story voranbringt, der einfach nur, also es wird ein, der Erzähler wird eingeblendet, er guckt in die Kamera, manchmal zündet er sich seine Pfeife an und dann ist er wieder weg und dann geht's weiter. Ja, Also guck bedeutungsschwanger in die er wird Kamera. seiner Arbeit eigentlich, Ja. er geht seiner Arbeit nicht nach des Erzählens. So, es ist. So was sieht man auch nicht alle Tage. Ja, macht keinen guten Job, ne? Ab und zu erzählt er ein bisschen was, aber meistens. Es gibt auch eine Szene, wo er einfach wirklich nur so für 4 Sekunden in die Kamera guckt und dann geht es einfach irgendwie im Film weiter. Also Genau, ja, die Wetterspitze. Ganz, ganz kurze Szene eigentlich nur. Frodo wird gestabbt von dem einen Nazgul. Und er wacht dann, glaube ich, einfach auf in Bruchtal. Ne? Also ja, gibt's. und wie das auch ist, du hast auf der einen Seite eben Studio mit Greenscreen und alles ganz dunkel und so erdige Farben und auf der anderen Seite hast du eben diesen Nazgul im Schnee, wie er mit der Fackel und dem Schwert da irgendwie rumfuchtelt. Und dann siehst du, Einfach. wie Frodo halt vom Schwert quasi gestochen wird, aber du siehst gar Ja. nicht, wer das, du siehst nur von rechts so ein Schwert so reinkommen und es ist halt klar, ja, dass diese beiden Einstellungen haben nichts miteinander zu tun halt, ne? Auch ohne jeden Kontext. Es wird auch überhaupt nicht Ja. erklärt, wie kommt wer wo dahin. Aber das wird uns in der zweiten Hälfte, in der wir uns jetzt auch gerade befinden, noch öfter passieren. Ja, auf jeden Fall. Genau, wie du schon sagtest, er wacht dann einfach in Bruchtal auf. Und dann kommt Gandalf und mürkelt ein bisschen rum. Oh, er Murrt. mürkelt rum, er murrt Er rum. mürkelt rum. Ja, und dann kommen wir nach einigem Hin und Her auch schon zu Elronds Rat. Und hier passiert das, worauf wir eigentlich schon alle die ganze Zeit gewartet haben. Wie sehen denn eigentlich oder wie die Gefährten aus, beziehungsweise wie ist deren Interpretation? Und Leute, jetzt kommt's. Also erstmal Elrond. Wie würdest du Elrond. ihn denn beschreiben, Finde ey? ich ganz schwierig eigentlich. So ein bisschen Prollo-mäßig sah er eigentlich aus, Bisschen ne? so ein Prollo-Bauer Ja, irgendwie. genau, so ein Prollo-Bauer mit so einem, aber mit einem krassen Gewand irgendwie. Das hat er auf jeden Ja, Fall angehabt, so, ne? sehr aufgeplustert. Ja. Genau, und dann werden
Eben, ja, dann wird halt, wie man es halt kennt, wird die ganze Gefahr um Mordor und den Ring und Sauron nochmal alles erläutert. Und ja, dann werden die Gefährten vorgestellt. Und Gimli und Legolas werden zum Beispiel überhaupt nicht gezeigt, während das passiert. Also die Namen werden zwar genannt, aber es, auf die anderen Charaktere gibt es so einen kurzen Schwenk, wo ich auch sagen muss, wir sehen jetzt ja hier Boromir zum allerersten Mal. Und der ist schon gut, der hat schon recht hohes Boss-Level auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Der würde so für so eine gute Like a Boss-Meme taugen, möchte ich meinen. Also So. würde Aragorn da auf jeden Fall für Knuspern in die Tasche stecken. Ja, vor allem auch alterstechnisch und so und auch von der Ausstrahlung, die er auch hat und von der Statur. Also Aragorn wirkt halt wie so ein kleines, so ein Jüngelchen im Vergleich zu ihm. Ja, hat so eine Goldkette und so einen geilen Bart und schon, macht schon was her. Ja, also dann gibt es ja nochmal diesen Schwenk auf Bilbo, der sitzt ja da auch nochmal. Der schiebt nochmal krass die Hallos, weil er den Ring nochmal kurz wieder sieht. Wo das ganze Bild dann so verwabert und I'm addicted, sagt Theon. I'm addicted. Ja, und Frodo sitzt halt dann so gelangweilt daneben und spielt irgendwie mit dem Ring rum. Ja, genau, das muss man ja auch nochmal sagen, wie Frodo mit dem Ring der Macht umgeht. In der allerersten Szene, wo er den Ring Ja. hat, und der Ring ist ja an so einer Kette, und er schwenkt einfach so diese Kette so am Zeigefinger schwenkt, dass er den Ring einfach so rumschwenkt, so beiläufig, so. Ja, wo wir nochmal bei der Szene waren, er fängt auch einfach random an zu schnitzen. So. Oder hält sich ein Kissen auf Ja, den Kopf und genau. all sowas, das ist. Aufmerksam Ja. stark Sorry, Leute, der für den Junge kleinen auf Sprung, jeden Fall. aber. Dann guckt er auch mal durch den Ring so irgendwie einfach so durch. Was ist das hier? Aber dass wie er den Ring auch an der Kette wirklich rumschwenkt, also das war der Hammer. Da bin ich so, ey, wow. Also da braucht man eine. Das ist so, okay. So ernst kann das ja mit diesem Ding nicht sein, wenn er damit so umgeht, ne? Das ist schon. Ja, und in diesem Gespräch, was nun folgt, sehen wir auch, wenn ich mich nicht recht täusche, die Rückblende auf das Zusammentreffen von Gandalf und Saruman, ne? Alter, und Saruman ist halt auch komplett rasiert, keinerlei Bart, hat auch Glatze und so und hat nur so eine Fahrradspeiche auf dem Kopf quasi. Genau, eine So Fahrradspeicher auf dem Kopf. eine Art Silberreif oder sowas. Schauspielerisch okay. Also der steigert sich schon rein in die Rolle. Gandalf verzieht meistens überhaupt keine Miene, der guckt einfach nur immer bedeutungsschwanger und ernst vor sich hin. Also mit dem hat man keinen Spaß. Dann gibt es halt diese geniale Szene, wie Gandalf flüchten kann. Ja, wie er mit dem Adler Und das muss man entkommt. halt gesehen haben. Also, das Das muss man ist. tatsächlich gesehen Leute, guckt es haben. euch an. Schwer zu beschreiben. Da mussten wir wirklich sehr lachen und die auch nochmal wiederholen, die Szene. Die mussten wir uns auch nochmal doppelt anschauen. Du siehst ganz nah vor der Kamera so einen komischen Plastikadler. Wenn das überhaupt ein Adler war. Es könnte auch eine Motte gewesen sein oder Für mich irgendwie sah es, hat sowas. es was vom Huhn gehabt, eigentlich eher so Ja, mit vom so Gesicht krass hervorstechenden ausdrücken. Augen, Glubschaugen, so ja. Glubschaugen. Und Hintergrund Greenscreen, wie er Gandalf einfach nur so mit den Armen so flattert. So. Ja, und Gandalf hat auch die ganze Zeit so einen komischen lila Mantel an und es ist alles so. Das ist nicht mein Gandalf, muss ich ganz ehrlich Der hat sagen. auch keinen Zauberstab, ne? Das ist uns ja dann auch erst relativ spät eigentlich aufgefallen, aber Ja, stimmt, er hat ja gar genau. keinen Stab. Am Start. Dann erstmal so viel dazu. Saruman lacht die ganze Zeit total hysterisch und. Kommt einfach ins Gefängnis. Der wird einfach hinter so eine echt wabbelig aussehende Eisenverschlag irgendwie Ja, so ein eingesperrt rot lackierter und rüttelt dann da Eisenverschlag, auch ja. nochmal so dran. Am Tisch selber vom Rat sind halt irgendwelche random durchgestylte Figuren, also keiner weiß, wer eigentlich ist und das wird auch nicht richtig vorgestellt. Die Hobbits sind da irgendwie auch noch dabei. Und es ist die ganze Zeit auch so eine Frau dabei mit stark geschminkten Augen und langen blonden Haaren. Dachten wir auch am Anfang, hä, ist das vielleicht Galadriel oder so? Nee, da gibt es nicht einen Szenenwechsel. Da die neuen Gefährten alle auf einmal. Und da wird auf einmal klar, huch, diese Frau steht ja mit bei denen. Und dann stellt sich heraus, dass es das Legolas sein soll. Legolas.
Legolas ohne Bogen mit so einem riesigen, mit Alufolie bespannten Schwert hat er irgendwie dabei. Stimmt, ein Schwert hat er gehabt, ja. Ja, und sagt auch die ganze Zeit nicht ein Wort. Hält sich immer die Augen zu, irgendwie vor Schreck. Ja, agiert eigentlich auch überhaupt nicht irgendwie in den Szenen, sondern ist einfach nur dabei. Also hätte meiner Meinung nach auch eine bessere Galadriel abgeben können. Das stimmt. Ja, und wir sehen halt diese Szene, also in der Totalen und alle Charaktere halt. Und das allererste Mal, wo wir jetzt Gimli sehen, diente einfach als Tisch für so eine Landkarte, die sie sich anschauen. Also der ist so zusammengekauert auf dem Boden und auf seinem Rücken haben sie diese Karte ausgebreitet. Bevor du sagst, wo es lang geht. Super Einführung in seinen Charakter. Auf Das jeden ist so Fall. demütigend, ey, unglaublich. Ja, und Gimli ist halt einfach ein Typ mit einem, auch so ein recht junger Typ mit einem Bart und so einer Klischee-Zipfelmütze, auch so einem roten Umhang und läuft die ganze Zeit so gebückt durch die Gegend. Also Absoluter Zwerg. absoluter Zwerg, ey. Heieiei. Und ab da geht es eigentlich so richtig hauruck durch die Szenen Schlag auf durch, Schlag, ne? ja. Ja. Naja, außer die Szene, bevor sie da bei Galadriel sind, ne? Ist das auch schon die nächste Szene? Nee. Man sieht ja auch dann wieder gar nicht so, kriegt man ja gar nicht so richtig mit. Doch sie wurden, stimmt, sie sagen, hui, jetzt kommen diese Waagreiter oder diese Wölfe, die sie ja dann tatsächlich auch verfolgen. Dann gibt es so eine Verfolgungsszene, wo sie auf die Kamera zulaufen und Ja. die Wölfe Die sollen auf als. der Stelle einfach laufen, so vor Ja, genau, sie Blitzkrieg. laufen auf der Stelle einfach nur quasi auf die Kamera irgendwie zu, kommen dann so ganz langsam näher und werden verfolgt von diesen Waagwölfen, die so Stofftiere sind, die aber sehr, sehr merkwürdige Mäuler Ja, so haben. krokodilsmäßig, Ja, sie ne? sehen aus wie, genau, stimmt, sie genau aus wie Krokodile eigentlich irgendwie, ne? Ja. Und ab jetzt wird auch fast nichts mehr erklärt. Also, du hast einfach Szenenwechsel nach Szenenwechsel. Zack, sind wir in Moria. Eigentlich sind wir nach dieser Waaggeschichte schon in Moria, ohne dass sie überhaupt sagen, dass sie dahin wollen. So. Ja, irgendwie schon so, ne? Erst im Laufe der Gespräche, die wir da teilweise haben, stellen wir auf einmal fest, oh, wir sind ja in Moria. Und du bist so, okay, dann kommt ja bald der Balrog. Wie haben sie den Troll umgesetzt? Oder wie haben sie die Orks umgesetzt? Laufen erstmal durch die Höhle einfach durch die ganze Zeit. Ja, was tatsächlich auch ziemlich langweilig ist. Also, ja, gibt es da noch irgendwas zu sagen? Aragorn läuft ja, da haben sie ja diese Brücke, was wahrscheinlich die Brücke von Khazad Dûm sein soll oder Nee, so. das kommt ja erst später. Also, ich wollte jetzt eigentlich noch. Wir haben ja erst noch die Orks. Und die sehen aus wie so eine richtig schlechte, schmutzige Heavy-Metal-Band. Die einfach nur vom Greenscreen so, also Ja, stimmt, die haben das genau, Standbild genommen und so hin und her geschwenkt und die fuchteln einfach nur mit ihren Schwertern rum. Ja, also sie müssten ja dann mittlerweile in Balins Grab sein und dann also Pippin fällt ja auch in den Brunnen und Merry auch. ja. Und dann kommen die Orks Und die und dann Orks gibt's die irgendwie, ja. Kampfszene. Gab's überhaupt? Ach doch, es gab ja klar diese Kampfszene. Ja, auf jeden Ja. Fall. Wahnsinnskampfszene. Wo einfach nur rumgefuchtelt wird und also treffen da überhaupt irgendwelche Stöcker aufeinander oder irgendwelche Schwerter? Mir hatte eine Szene, wo er tatsächlich so schon so ein bisschen ein paar Orks verdroschen hat. So, das konnte man schon. Ja, aber halt auch nur so angedeutet, alles total wirr, ganz schlechte Soundeffekte auch und die Musik ist sowieso immer total einfach immer nur irgendein Geseier. Und Geleier. Geseier und Geleier, ja. Ja, ich erfinde hier ganz neue Wörter für diesen Film. Say, make me do it. Sie lachen auch, während sie kämpfen, ne? Stimmt, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Also während sie da kämpfen, in Anführungszeichen, sind sie die ganze Zeit am Lachen, am Grinsen. Also du kannst diese ganze Szene auch überhaupt nicht ernst nehmen oder irgendwo, es kommt für keine 5 Cent kommt irgendwo Dramatik auf. Also. Gut, ist halt natürlich auch, ne, wenn es Kinder im Kinderprogramm ausgestrahlt wurde, ne? Aber. Ja, aber selbst Kindern kannst du ja schon ein bisschen was zumuten, ne? Dann kommen wir jetzt zu der Szene, die du vorhin schon so ein bisschen eingeleitet hast. Aragorn auf the Bridge of the Bridge of Khazad-dûm. Khazad Dûm, die relativ klein ist tatsächlich, aber Ja. auch so ein geschwungener kleiner Bogen im Prinzip ist.
Tatsächlich ähnlich wie im Jackson-Film, Das nur halt stimmt. einfach kleiner. Nur in Rot und Greenscreen, ja. Und Aragorn testet die erstmal so ein bisschen aus. Ne? Der geht da erstmal so ganz, ganz vorsichtig drüber und guckt, ob das überhaupt hält, sozusagen. Ne? Und dann, Zwischendurch verschwindet seine Konturen im Greenscreen. genau, und dann ruft er rüber, ja, scheint okay zu sein. Und dann geht er einmal vor und wieder zurück. Fällt fast runter. Und etwas drunter und Dann stehen sie auf einmal alle mitten auf der Brücke. stehen sie auf der Brücke und sind irgendwie rübergekommen oder so. Ich weiß es auch nicht. Und dann fällt auf einmal Aragorn auf. Huch. Nee, dann ist erstmal dieses, dann wird erstmal durchgezählt. Sind wir eigentlich alle da? Eins, zwei, drei. Das war gut. Das war richtig gut. Auf jeden Fall fällt dann Aragorn auf. Huch, wo ist denn Gandalf? Genau, Dann bist du überlegt mal. er kurz. Und dann auch Ja, gleich eine der Erklärung. müsste sich verlaufen haben. Irgendwo. Und ist wahrscheinlich gestorben, Wahrscheinlich. um uns zu retten. Genau, So sagt genau er, das hat er ne? gesagt. Und dann sagt er einmal Oh oder Oi oder sowas, sagt er. Und die Hobbits stehen einmal alle in der Reihe und tun so, als ob sie weinen würden. Und tupfen sich so mit ihren Halstüchern, ihren gepunkteten Halstüchern, die Augen. Und dann geht's einfach weiter. Don't give a fuck. Das In ist dem Moment so. wussten wir, okay, wir werden keinen Balrog zu sehen kriegen. Nee, kein Balrog, keine weiteren Orks und Gandalf ist zum Glück weg. Also ich war ganz froh, dass dieser miese Peter. Nee, hat überhaupt nicht gefehlt. Dann geht's, glaube ich, auch tatsächlich sofort weiter Richtung Lorien. Lothlórien, genau. Und davor ist dann nochmal so ein kleines Waldstück, wo wir dann das allererste Mal so richtig Elben in Action sehen, ne? Und da hatten wir vorhin auch schon mal gesagt, das Helden sind in so, Action. ja, so bekiffte Hippie-Elfen, Komplett Hippies. die Charaktere rumtanzen, das Ganze beäugt von Boromir und Gimli, die das recht nüchtern alles aufnehmen. Ganz nüchtern da, ne? Irgendwie alle werden so eingelullt, aber Ja, und die schlafen bleiben, langsam ein und ja, so. die bleiben standhaft. Die bleiben standhaft. Hast du noch in Erinnerung, wie das im Film, im Buch war? Im Film wissen wir ja sowieso, aber wie das im Buch war? Ich glaube, da gab es auch sowas, dass sie. Aber nee, also so hundertprozentig weiß ich es nicht. Ja, ich glaube, sie haben schon sehr tief dann irgendwie geschlafen und auch geträumt oder so. Ja, auf jeden Fall auch alles Frauen und auch alle hübscher als Galadriel, die wir dann jetzt in der nächsten Szene bekommen zu sehen. Zu sehen bekommen. Ja, sie sieht so ein bisschen aus, wie man, glaube ich, in der Realversion die von Asterix und Obelix, die Frau vom Häuptling. Echt? Okay, in der Realversion habe ich die gar nicht vor Augen Ja. jetzt, kann ich gar nicht sagen. Frau mittleren Alters irgendwie halt so, ne? So eine Vettel irgendwie, so eine. Sieht auch aus, als ob sie so ein bisschen eine anstrengende wäre und so. Ja. Und lässt dann Frodo in ihre Bohle gucken. Bohle, die Zauber, the Magic Bowl. Ja. Und da ist ein Wo Auge du drin. normalerweise diesen Spiegel hast, ne? Der die Zukunft zeigt, hast du hier einfach nur so ein oben offenes Goldfischglas. Der Sauron raus mit seinem Auge und sagt, gib mir den Ring. Gib mir den Ring, Frodo. Frodo macht. Dann bietet er natürlich. Das ist sowieso in dem Film auch so ein sein Move. Er bietet immer jedem den Ring an. Türkischer Basarverkäufer, so willst du Ring kaufen? Genau, wolle Ring kaufen. Und Willst du einen Schmuck kaufen? ja, genau. Zum Nur bei Bauchladen. Boromir macht das dann natürlich nicht, ne? Ja, genau. Der hätte Genau. sofort zugeschlagen. Der hätte sofort zugeschlagen in doppeltem Sinne. Nee, auf jeden Fall haben wir uns dann auch gefragt, bekommen wir denn dann auch die dunkle Seite von Galadriel zu sehen oder die Seite, wo sie mit sich hadert? Ja, die bekommen wir. Bekommen sie zu sehen, Bisschen ja. Graufilter aufs Bild gepackt oder so. Also das Bild ein bisschen dunkler eingestellt. Und sie ist einfach nur so, wie sie von unten in die Kamera guckt und so künstlich dumm vor sich hin heult. Schnitt wieder auf sie normal. Nein, ich halte der Versuchung stand und wie unwürdig. Sehr. Tief, ja. Ja, sehr plakativ, sehr unwürdig, sehr billig. Ja, ich glaube, Schnitt Boromir und Frodo, ohne irgendeine Erklärung. Jeden Fall. Genau, der Schnitt war einfach, man sieht zwei Hände, die einen Apfel pflücken. Genau, Der Schnitt. von so einem Apfelbaum im Studio, ne? Genau.
Ja, und dann haben wir halt diesen Dialog, wo Boromir den Ring begehrt von Frodo. Also man sieht, wie sie halt nebeneinander sitzen und dann immer wieder in die Kamera gucken. Also hast du immer wieder die Totale von dem Charakter, der dann einfach in die Kamera guckt und dann irgendwie was erzählt. Und Frodo macht das dann zwischendurch auch so ein bisschen. Oder auch beide dann, ne? Direkt da. Aber Frodo geht dann einfach weg und sagt so, nee, du kriegst ihn nicht. Und es ist ganz entspannt so. Ich habe mir halt gedacht, dass sie das dann so gemacht haben, dass sie halt gesagt haben, okay, jetzt guck mal in die Kamera, damit das vielleicht intensiver wirkt oder so, weil das jetzt dieses so ein ganz, ganz wichtiger Dialog ist oder so, ne? Und das vielleicht intensiver wirkt, wenn sie direkt in die Kamera gucken. Aber das ist halt Es ist nur natürlich, das verwirrend. ist Es halt ist einfach nur tatsächlich nur verwirrend, verwirrend. ja, auf jeden Fall. Ja, und dann läutet der Film auch schon sein Ende ein, sein Überraschendes. Wir sind mittlerweile bei fast 2 Stunden angelangt. Dann sagt Frodo so, ja, ich hau dann jetzt mal ab, ne? Dann hast du so Sam, wie er im Kunstwald steht und irgendwie theatralisch vor sich hinruft, dass er mitkommen möchte. Wo man sich auch schon so denkt, nee, den möchte man eigentlich nicht mitnehmen. Sah auch ganz ungesund aus auf einmal, irgendwie fand ich so. Ja, die Hobbits sehen sowieso zwischendurch sehr ungesund aus. Halt, wie wirklich wie so Zechkumpanen, die einfach die ganze Zeit teilweise auch mit so weggetretenen Blicken oder sie overacten viel zu sehr. Also, man kann auch zwischendurch gar nicht genau ihr Alter bestimmen. Manchmal sehen sie ein bisschen jünger aus, dann sehen sie wieder älter aus, dann weiß man jetzt wieder gar nicht, wer ist. Und die haben auch alle die ganze Zeit so, oder zwischendurch haben sie immer wieder so total ausladende Schlapphüte auf, die auch total lächerlich aussehen. Die sind nicht so, sind nicht die schönsten Hügel. Aber ich würde sagen, wir machen den Sack dann auch langsam mal hier zu. Ist auch fertig. Die beiden tragen dann ab, ne? Und dann auf einmal wieder auch Ja, haben den Pferden. ersten Dialog, wie du schon sagtest, Genau, ne? den ersten richtigen Dialog. Ne? Und dann haben sie auf einmal Pferde. Auch irgendwie so, Dann ne? haben sie auf einmal die Nazgûl-Pferde bekommen Ja, genau. und reiten weg. Es gibt in dem ganzen Film auch kaum irgendwelche Landschaftsschwenks. Es wird einmal in der Aufnahme ein bisschen mehr die Landschaft gezeigt. Da wird mal irgendwie so ein Wasserfall im Schnee gezeigt und irgendwie so ein Baum, in den dann so ganz hässlich reingezoomt wird. Aber hier haben wir dann wirklich das Ende. Zack, Abspann. Du hast den Erzähler auch nicht mehr, der uns irgendwie noch teased auf das zweite Buch oder irgendwie so. Ja, dann kommt wieder irgend so eine Leiermusik. Credits, ja. Und das war's. Ja. Und dann müssen sie anscheinend jetzt 20 Jahre warten, um endlich die Fortsetzung. 30. 30, ja, natürlich 30 Jahre, um endlich die Fortsetzung zu bekommen. Ja. Aber es war schon unterhaltsam auf eine Weise, ne? Auf jeden Fall. Ich fand's ja auch dieses spannend zu sehen, wie die das aufnehmen oder was dort als wichtig empfunden wurde, so, ne? Was Genau. man erzählt. Also dass auch die Geselligkeit irgendwie eigentlich untereinander so auch. Also die Szene am Anfang natürlich mit dem Fest bei Bilbo und dann aber auch recht lange bei Maggot. Das war ja auch so ein Und in bisschen. Bre Das, bei das war ja auch so Butterglühen. ein, genau, in Bree bei Butterglühen, das war ja alles sehr gesellige Szenen. Ja, wo dann Merry oder Pippin dann den Spruch fallen lässt, so, sie vermissen das Feiern und die Geselligkeit, obwohl sie die ganze Zeit nichts anderes machen bis dahin. Genau. Das wurde auf jeden Fall war sehr präsent. Ja, das hatten wir jetzt ja auch schon öfter angesprochen. Ich glaube, der gröbste Schnitzer ist einfach zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Also wirklich von zack Moria, zack Elbenwald, zack, jetzt bin ich auf einmal hier mit Boromir und der will den Ring haben. Also wir wissen natürlich, wo was spielt, weil wir die Geschichte schon, die Filme haben wir schon ewig oft geguckt. Wir kennen die Bücher, wir kennen die Videospiele, wir haben das immer alles immer wieder so durchgehabt. Aber für jemanden, der keine Ahnung hat von all dem. Wird ja auch gar keine Botschaft irgendwie transportiert, ne? Also man könnte ja sagen, irgendwie überhaupt dieses Ding, sei mal gut gegen böse, das kommt da ja gar nicht irgendwie vor oder das wird ja gar nicht herausgestellt. Es ist ja im Buch, es ist ja so, dass neuen Gefährten gegenüber den neuen Reitern gestellt werden, sozusagen, ne? Und dass da dieser Zusammenhalt eigentlich als wichtig ist, ne? Dass diese Gemeinschaft der Gefährten eigentlich zusammenhalten sollte und nicht auseinanderbricht. So, ja, Ja, diese Botschaft, die Tolkien da eigentlich genau. uns mit auf den Weg geben Ja, wollte, ja. diese Tiefe, die Herr der Ringe einfach auch hat, die wurde komplett außen vor gelassen. Oder halt auch ganz stark ins Lächerliche gezogen, ne?
Ja, und das ist ja auch, sag ich mal, auch wenn es jetzt, sag ich mal, vielleicht die Zielgruppe da eher Kinder wäre oder so, wäre das ja eigentlich genau richtig, ne? Dass man sagt so, hier, es geht darum, irgendwie zusammenzuhalten oder den anderen zu unterstützen oder dieses Vertrauen, das man hat oder ne? Loyal seinen Freunden gegenüber zu sein, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Das hätte man ja irgendwie, aber sowas hat der, sowas ist da ja gar nicht irgendwie, ne? Ja, ist alles sehr haltlos, so ein bisschen, da kann man ja nichts. Kann man nichts beschönigen. Nee, viel beschönigen kann man hier nicht. Schaut ihn euch an, wenn ihr wollt, oder guckt mal irgendwie den Trailer oder sowas, oder einen Zusammenschnitt aus den besten Szenen. Alleine macht er, glaube ich, gar keinen Spaß. Also schaut euch eine kommentierte Version an oder schaut ihn mit Macht Freunden. es zusammen mit Freunden, die auch Herr der Ringe gut finden, und dann hat man eine gute Zeit, auf jeden Fall. Genau, was ich hier noch empfehlen kann, ist von Rocket Beans die Version. Das wurde kommentiert mit Florentin und Mara. Rocket Beans wurden ja sowieso von uns schon mal öfter empfohlen. Das ist tatsächlich recht unterhaltsam. Und so habe ich es auch das erste Mal geschaut. Werde ich euch auch alles nochmal verlinken. Ja, und wir beide sehen uns wahrscheinlich hier wieder. Allerspätestens, wenn wir uns dann mal die Hobbit-Version anschauen. Das Was hältst du oder davon? ja, das kann man machen. Ja. Oder die Herr der Ringe Serie, die dann nächstes Jahr kommen soll. Das ist natürlich auch eine Idee, ja. Alles klar, ey, hat mich voll gefreut, dass du dabei Ich warst. auch. Schön, dass ich hier sein durfte. Jo, dann verabschieden wir uns auch schon. Better put a ring on it. Put a ring on it, genau. Tschüss. Ciao, ciao und macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal wieder.